So, herzlich willkommen auf meinem Kanal Lanas 1x1 zum Leben, zu unserer neuen Woche der Serie Abnehmen hier auf meinem Kanal. Ich will 5 Kilo loswerden und struggle da ein bisschen damit und deswegen filme ich jede Woche einfach mit, was für Sport ich mache, was ich esse und auch wie viel ich in der Woche abgenommen habe. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Will noch dazu sagen, dass ich das nicht aus den Beweggründen heraus mache, weil ich irgendwie ein gewisses Bild passen will, sondern weil mir meine Klamotten teilweise nicht mehr passen und es ärgert mich und ich will nicht einkaufen gehen deswegen. Und genau, habe mir gedacht, deswegen versuche ich wieder auf das Gewicht zu kommen, wo mir die ganzen Klamotten einfach auch besser gepasst haben. Und ja, will dir aber auch sagen, dass du schön bist, so wie du bist. Lass gerne einen Daumen nach oben da und viel Spaß beim Anschauen. Am ersten Tag der Woche, beziehungsweise am 22. Tag, habe ich wieder klassisch gefrühstückt. Mittags gab es Salat mit Reste an Reis und abends habe ich mir Ofengemüse gemacht, was ich noch über hatte, und ein Rührei einfach dazu. Und bin an dem Tag auch wieder nach Hause geradelt von der Arbeit. Das sind ungefähr 35 Minuten, die ich da brauche, und habe an dem Tag dann noch ein Workout gemacht von der lieben Pamela Reif, oder beziehungsweise 3 Workouts habe ich gemacht, genau. Upper Body, alles Mögliche. Und danach war ich ganz schön K.O., weil unterm Dach bei uns war es nicht mal so kühl. So, am nächsten Tag gab es wieder Haferflocken und dann gab es einen Tomaten-Thunfischsalat. Und ich habe mir Pizzabrot mit meinem Kollegen geteilt und abends habe ich Fischtacos gemacht mit einer Mango-Avocado-Salz. Das war sehr, sehr lecker. Am nächsten Tag gab es die Fischtacos dann mittags als Reste. Und am Abend habe ich dann das Hähnchen gemacht, angebraten und ein bisschen Gemüse angebraten und habe mir dann einen Burger daraus gemacht, einfach mit einer normalen Semmel. Und an dem Tag war ich im Homeoffice und dann bin ich am Abend nicht nach Hause geradelt, sondern an einen See geradelt und bin dann da auf die andere Seite rübergeschwommen, also hin und zurück. Und genau, das sind ungefähr so 10 Minuten, die ich da geschwommen bin. Und beim Radeln eine Strecke mit bergauf, das sind ungefähr 10 Kilometer. Und das Gleiche bin ich dann natürlich auch noch heimgefahren. Nur beim Hinfahren habe ich scheinbar schon 295 Kalorien verbrannt. Danach habe ich in der Früh gefrühstückt einen Wrap mit Rührei. Dann mittags Süßkartoffelchili. Und abends habe ich einfach ein belegtes Brot gegessen und dazu noch einen Salat. An dem Tag war ich dann auch noch spazieren, einfach um mich zu bewegen, weil ich wieder im Homeoffice war. Und da kommt die Bewegung oft zu kurz. Genau, dann am 26. Tag war ich auf einem Klassentreffen und wir haben gemeinsam gegrillt. Und dann, danach habe ich einfach nur ein bisschen Kuchen dort gegessen und weil wir dann abends noch auf einem Fest waren, gab es dann halt Cocktails, aber ich habe quasi nichts Abend gegessen, aber dafür in der frühen Workout gemacht. So, am 27. Tag habe ich dann lang geschlafen wegen Feiern und mittags habe ich dann so Pizzabrötchen gegessen und einen Brokkolisalat und abends gab es dann was vom Burger King. So, und hier an dem letzten Tag gab es belegte Brote bzw. Toast mit Trauben zum Frühstück, Risotto und Salat zum Mittagessen und Abendessen dann Salat und so Mangostreifen. Und an dem Tag war ich Volleyball spielen. Das mache ich nur laienhaft, ganz, ganz schlecht, aber einfach just for fun. Wir haben da so eine Gaudi-Gruppe und da war ich mit dabei. Hi Leute, sorry für das schlechte Licht, aber wir müssen es jetzt nehmen, so wie es ist. Ich bin am Ende meiner 4. Abnehmwoche angekommen. Ich bin ein bisschen frustriert, ich nehme zwar nichts zu, aber ich nehme auch gerade nicht mehr wirklich ab. Und es nervt mich. Ich meine, wo ich jetzt die letzten Wochen mal die Videos geschnitten habe, da habe ich dann schon immer bei dem Vorher-Nachher-Vergleich gesehen, dass ich eigentlich schon ein bisschen kompakter geworden bin oder einfach nicht mehr so viele Rollen habe, ist mir aufgefallen. Aber auf der Waage sehe ich nichts mehr und das nervt mich voll. Aber vielleicht brauche ich das auch, diese Genervtheit, weil jetzt bin ich richtig motiviert, in der nächsten Woche gut anzupacken. Ihr seht hier jetzt mein Frontprofil und hier meine Seite. Ich mache mal meine Haare noch hinter. Und genau, meine Oberschenkel.
ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Insgesamt, seit ich abgenommen habe, sind es jetzt 2 Kilo, die ich verloren habe. Ich will aber noch auf jeden Fall 3 und jetzt strebe ich mal an. Ich setze mir jetzt ein ehrgeiziges Ziel, innerhalb der nächsten 2 Wochen das zu schaffen, weil dann ist auch die Hochzeit meiner Schwester. Das wäre voll perfekt. Genau. Und schauen wir mal, ob es hinhaut. Die Zeit bis dahin wird jetzt auch stressig. Also ich bin gespannt, wie gut es mir dann gelingt, einfach gesund zu kochen und mir da Zeit zu nehmen und auch Sport zu machen. Aber ich bin motiviert. Ja, von dem her, Fazit zu meiner Woche Nummer 4. Bin ein bisschen genervt, dass nichts mehr weitergeht auf der Waage. Aber we will see. Bis zum nächsten Mal.